Geisterdörfer, Fabrikruinen, stillgelegte Hotels oder verlassene Schlösser. Markus Schmidt legt mit seinen Fotografien den morbiden Charme dieser vergessenen Orte frei. Vergessen wie der Oertelsbruch bei Lehesten. Der Zutritt ist verboten, aber wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Die Unternehmerfamilie Oertel betrieb hier Schieferbau um 1860 mit rund 800 Arbeitern. Beim Anblick der Ruinen fragen wir uns, wie lange es her ist, dass dieser Ort belebt war. Vielleicht 30, 40 Jahre? Wir sollten uns täuschen. Bis ins Jahr 2005 war dieses Dorf noch bewohnt. Nein, ich finde es total schade. Ich gehe mal rein, will wissen, was ist hier passiert. Und dann die nächste Frage ist gleich, warum ist das jetzt eigentlich noch leer? Ja, es gibt teilweise Gebäude, da ist noch nichts kaputt. Wir sind ja jetzt hauptsächlich in Sachen gegangen, die wirklich schon zerstört sind, wo wirklich die Hoffnung ein bisschen verloren ist. Aber es gibt Gebäude, da steht wirklich noch alles drin, vom Sofa bis hin ins Bad, wo die Zahnputzbecher stehen. Und da fragt man sich dann schon, warum eigentlich, was ist hier passiert, warum geht es hier nicht weiter? Wie schön diese verlassenen Orte auf Fotografien sein können. Beim genauen Hinsehen geben sie die Geschichten der Gegangenen preis. Nach Oertelsbruch fuhr einst sogar eine Eisenbahn. Ausrangierte Loks kann man in Pfiffelbach bei Weimar mitten in der Landschaft entdecken. Man entwickelt als Fotograf seinen ganz eigenen Stil. Und gerade in der Bearbeitung spielt er eine wichtige Rolle. Und bei mir ist es so, dass ich relativ wenig Tiefen drin habe. Also es ist recht aufgehellt in den Tiefen. Die Lichter sind ein bisschen abgesenkt, dass es in Richtung HDR schon fast geht. Und die Farben sind eigentlich nur leicht entsättigt. Also ich nehme da nicht zu viel raus. Aber das liegt einfach daran, dass mir das so gefällt. Das ehemalige Armeeheim in Frauenwald wird in den nächsten Wochen verschwunden sein. Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen. Was bleibt, sind die Fotografien mit dem Blick für das Schöne im Vergänglichen. Wie schnell der Verfall von Menschenhand Gebautes einholt, erstaunt den Fotografen immer wieder. Der hat längst seine Fühler nach neuen Lost Places, verlorenen Orten, ausgestreckt.